So, herzlich willkommen zu unserem nächsten Let's Play. Habe ich mir heute mal rausgesucht. Dragon's Prophet gibt es momentan bei Steam zum kostenlosen Download. Ist ein kostenloses MMO. Soll was mit Drachen zu tun haben, mit vielen Kämpfen und und. Also natürlich mein Fall. So, ich bin ja auch schon im Startbildschirm. Ich habe mir Account erstellt, die Patches runtergeladen und tritra trix. Es funktioniert so gut es soll. So, hier unten haben wir jetzt mehrere Auswahlmöglichkeiten, beziehungsweise ihr könnt hier mehrere Charaktere erstellen. Da machen wir doch sofort und fangen an mit meinem Charakter Nummer 1. So, hier taucht auch schon auf der Waffenmeister. Waffenmeister sind schwer bewaffnete Nahkämpfer, die den Umgang mit einer Vielzahl von Waffen beherrschen. Ihr kühnes Angriffsarsenal umfasst Stoßangriffe und gnadenlose Hiebe, die jeden Gegner überwältigen können. Dadurch zahlreiche Kämpfe und Schlachten sind sie zäh und widerstandsfähig geworden und trotz unerschrocken den bla bla bla. Ja, schieß mich tot. Gefällt mir auf jeden Fall. Denke mal, das ist mein Favorit bis jetzt. Männlich sieht er aus, hat ein Schwert, Finch klasse. Weiter geht das auch schon mit dem nächsten Charakter, den wir uns aussuchen können. Das ist der Windläufer. Windläufer sind außerordentlich gute Schützen, die ihre Feinde bevorzugt aus der Distanz angreifen. Ja, logisch, dafür haben sie ja schließlich feine Bogen. Ihr fasst schon unheimliche Geschwindigkeit und ihre scharfen Sinne erlauben es ihnen, von dem Gegner zuzuschlagen. Und zwar mit tödlicher Präzision. Alles klar. Verstehe ich auch. Okay, weiter geht's mit der nächsten Klasse. Allerdings haben wir vier Klassen, die wir aussuchen können. Mal gucken, welche wir heute anfangen werden. Orakel. Okay, erinnert mich ein bisschen so an den Priester. Und ein bisschen tuntig sieht ja natürlich auch aus. Naja, Orakel halt. Orakel sind spirituelle Anhänger der Drachendisziplin, die über große Kampfkraft verfügen und mystische Energie nutzen. Sie folgen treu den Weisungen ihrer Drachenahnen und streben danach, zur Perfektion Verkörperung ihrer Ideale zu werden. Naja, das interessiert mich nicht. Du bist bei mir schon mal raus. So, dann haben wir auch schon den vierten und den letzten. Das ist der Zauberer, also der Magier. Zauberer sind Arkanemeister der Drachenbeschwörung, die zerstörerische Elementarmächte rufen können, um ihre Gegner zu vernichten. Sie kanalisieren das Urgewebe der Natur und feurigen Tod auf deren Feinde. So, und ja, wen nehmen wir denn? Also ich bin ja immer der, der immer drauf hauen muss, immer rin, und dann haben wir auch, ich denke mal, ich werde den Waffenmeister nehmen. Ich glaube, der kann sogar mehrere Waffen tragen. Ich glaube, zwei Einhandschwerter. Ist egal, passt. Den nehmen wir, und weiter geht's auch schon zu der Charakteranpassung. Gehen wir mal anpassen. Gucken wir uns mal den Kollegen an hier. Kann man den hier irgendwie, ja, kann man, mit der Maustasten. So, haben wir auch schon hier, wir gucken die Hautfarbe. Okay. Naja, wir sind ja hier Europäer, wa? Ein bisschen heller hier. Ja, ne, zu hell. Also, so ist das ganz okay. Die Kopfgröße, die können wir anpassen. Jawohl. Dann können wir die Körpergröße anpassen. Die Rumpfmaße können wir anpassen. Die Schulterbreite können wir anpassen. Oh mein Gott. Üt, 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 üt. Egal. Okay, die Schulterbreite können wir auf jeden Fall anpassen. Eine ganze Menge, die man eigentlich anpassen kann. Die Schulterhöhe, obere Brustdicke, obere Brustbreite, Oberarmdicke, Oberarmlänge, Unterarmdicke, ja, schieß mich tot. Egal. Mal gucken mal, was wir hier noch haben. Die Grundeinstellungen. Okay, dann können wir hier ein bisschen diese Fratze ein bisschen ausbauen. Guck mal, ich passe den jetzt einfach mal so ein bisschen an, wie ich aussehe. 3 Tage Bart haben wir auch. So, Haare, Haare. Heute ein bisschen, ja, nee, das sieht doof aus. Nee, auch nicht, auch nicht, auch. Ja, so sieht das ganz okay aus. Der Style. Was habe ich denn für einen Style? Bist du plät oder was? Ich will meine Haare wieder haben hier. Wie sagt denn jetzt? Doof? Ah, Gesicht. Hallo. So, ich bin jung und knackig. Aber verstehe nicht, warum der die Haarfarbe immer wechselt. Egal. Wir gehen weiter. Haben wir hier noch die Kopf. Da können wir einstellen den Stirnwinkel, Wangenknochen, Wange, Kinnbreite, Klingenlänge, Kinnwinkel und den Kiefer. Augenbrauen, Augen, Nase, Mund und Ohren. Ja, Ohren? Ohrengröße? Geil. Man will viel hören, also machen wir schön größte Ohren. Die Ohrneigung. Dumbo fliegt los. Okay, machen wir auf 100% die Ohrposition. Ich denke mal, die machen wir ein bisschen normal. So, dann haben wir es auch schon gemacht.
dann können wir eigentlich auch schon mal den Charakter fertigstellen. Bitte gib einen Namen ein. Okay, geben wir unseren Charakternamen ein. Wir geben ihm einen Namen und wir nennen ihn einfach Hans G. Okay, Hans G. Hans G ist geboren. So, und drücken auf Fertigstellen. Mal sehen, was passiert. Wir hüppeln ab. So, auf dem Server Auratia. Und Spiel beitreten. So, immer schon Spiel beigetreten. Und gucken gleich mal hier, was Phase ist hier in dem Spiel, wa? Mal gucken. Ist hier gar kein Ton? Doch. Wir haben sogar Ton. Es lädt. Ach so, deshalb haben wir keinen Ton. Jetzt haben wir es ja verstanden. So, Ladebildschirm. Durch doppelte Drücken von W-Standardeinstellungen sprintet ihr. Wenn ihr zu lange sprintet, ermüdet ihr. Und eure Ausdauer muss sich von eurem nächsten Sprint regenerieren. Ach so, okay, alles klar, versteht man. Vollkommen. Wie gesagt, ich spiele es heute auch zum allerersten Mal. Ich habe keine Ahnung, wie dieses ganze Spiel überhaupt funktioniert. Wir wuchteln uns einfach hier ein bisschen so durch, okay? Alles klar. Wenn es Spaß macht, spielen wir es auch mal ein bisschen länger, beziehungsweise mal ein bisschen öfters. Und es geht los, ich höre Musik. Oh, es geht los. So, nee, es geht doch noch nicht los. Ich höre mal. Ah, jetzt geht's los. Sequenz überspringt? Nein, wollen wir nicht. All I receive is in return was shame and disgrace. Oratia has betrayed me. Der hat mich verraten. For its treachery, und für sein it Verrat. Concealed ja. Everyone will pay the price. Sie werden alle für die Ignoranz büßen müssen. Gott, was bist du denn für ein Vieh? Okay. Los geht's auch schon. Nee, immer noch Video. Och Mann, ich will spielen! So, Video. Hey. Kommt auf die Füße. It's good to see you can still stand ah, on your own. Gut, ihr könnt ohne Hilfe stehen. This village is currently under attack. Dieses Dorf wird gerade von einer Horde Zombies angegriffen. Ja, hab ich auch nichts anderes erwartet. Ich spiele ja einen Dragons-Prophet. Die Zombies kommen, hätte ich ja nur ja nicht gedacht. Okay. Also mit E konnte ich schon mal weiter Waffe nehmen. Mit W als dies laufen. Ah, mit linker Maustaste ist zuschlagen. Rechte Maustaste ist. Was ist denn? Okay, ich bin raus. Es geht los. Zombies. Sie sind wahrlich unwertig. Zerschmettert sie, bevor es zu spät ist. Ja, werden wir machen, wenn es endlich mal losgehen würde. So, da kommen sie schön. Und wir gehen jetzt einfach mal volle Kanne ruf hier. So, zack, 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 bam. So, ihr habt Level 2 erreicht. Ihr habt nächstes Level erreicht. Dieses Mal, wenn euer Charakter um ein Level aufgestiegen ist, erhaltet ihr automatisch 3 Attributepunkte. Um diese zu vergeben, öffnet einfach. C. Ach so. Attributepunkte. Okay. Ach so. So, hier unten kann ich meine Attribute einstellen. Ich bin Krieger hier. Ich will Kraft. Mensch, wird der alte Anni bis nehmen. Wildheit, was ist denn Wildheit? Levelaufstieg sowie Boni auf Ausrüstung erhöht die Attribute allgemein kritische Treffer. Die Stärke kritischer Treffer, psychischer Schaden und magische. Manuel vergeben wir, ja. Machen wir gehen auf Stärke und. Ja. Achso, mehr kann ich gar nicht machen. Alle Menüs schließen mit Escape. Okay, so, gehen wir weiter. Klappen wir ein paar Zombies hier down. Zack, zack, bam. So, der ist tot. Da ist einer. Zack, zack, bam, boom. Und zack. So. Und. So, ihr habt Level 3. 3 erreicht. Ihr lernt Combo-Skill. Was ist Combo-Skill? Ihr habt mächtige Combo-Skills gemeistert. Öffnet die Benutzeroberfläche K und schaltet die Combo-Skill-Seite um mehr als so. Okay, wir drücken jetzt einfach K. So, Drachenzähmung. Ja, schön. Erlaubt den Osira-Volk Drachen zu zählen. Ist ja cool. Sprinten? Ja, das wissen wir ja schon. Wenn man doppelt W drückt, dann wirft man. Okay. Da kriegt ihr direkt das Nerv. Okay, also wir können jetzt hier. Ist immer noch da.
Eine linke Maustaste kennt ihr benutzen, um Standardattacken auszulösen. Ja, das haben wir ja schon festgestellt. Mit WASD ist Laufen. Das wissen wir mittlerweile auch schon. Wir gehen nochmal C. Ich habe nämlich. Fokus? Levelaufstieg so wie. Ah ja, machen wir. Wir klicken jetzt einfach hier irgendwas an. So, weiter geht's und runter. Gehen ja ein paar Zombies melzen. Da. So, und. Ah, und ihr habt Level 4 erreicht. Was? Jetzt schon? Wie schnell soll das Spiel zu Ende sein? Gott, was bist du denn für ein Vieh? Oh, da kommt der erste Drache. Jetzt wird es spannend. Oh, wie gesagt, wir gucken uns das ganze Theater hier mal an. Was? Nun auch noch mutierte Drachen? Wenn ihr weiterleben wollt, konzentriert euch zuerst auf die Gifte. Ja, sie greifen von oben an. Okay, mach ich ja. Wie, die greifen von oben an? Denk von unten. Denk dir. Zack, zack, um. Zack, 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 tritt und. Dieser Drache kann nicht gezähmt werden. Achso, okay. Man kann Drachen zähmen. So, jetzt. Fetzt. So, herzlichen Glückwunsch. Ich habe 10 Monster getötet und bin Level 5. Somit erlernt Attribute Klingsturm. Wie geht denn das? Klingsturm? Muss ich das hier reinziehen oder was? Tatsache. Ach so. So, wir springen. Ah, hier springen wir. Seid vorsichtig! Ah! Wir warten! Oh. Weiter geht's! Oh Gott, was bist du denn für einer? Klingsturm! Zack, zack! Und. So. Klingsturm! Schon hartnäckig. Aber dich auch noch. Und ihr habt auch schon Level 7 erreicht. Das war eine erbitterte Schlacht. Ich erkenne an eurer Kampftechnik, dass ihr zur Himmelshammer gehört. Ja, kann sein. Wartet. Ihr erkennt mich nicht? Nein. Ich schätze, ihr habt euer Gedächtnis verloren, als ihr gestürzt seid. Tatsächlich sind einige seltsame Dinge passiert. Seid ihr viel? Alle Zeichen deuten darauf, dass ihr irgendwelche. Ey, sag mal, so schnell kann doch keine Sau lesen. Du musst doch als alleine lesen. Seht euch nach Hinweisen um. Okay. Ihr müsst diese Unschuldigen beschützen. Ich bin sicher, es wird euch gelingen. Bis bald. Okay, bis bald. So, und ich sage jetzt auch erstmal, bis bald. Wir machen, glaube ich mal, für ein bisschen Pause. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil wieder. Ich denke mal echt, wir machen ein paar mehr Teile von diesem Spiel. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Also, falls ihr Bock habt, ladet euch einfach auch mal runter bei Steam. Dragon's Prophet, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich sage auf jeden Fall danke, dass ihr reingehört habt, beziehungsweise reingeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, einfach mal ein Abo dalassen, vielleicht noch ein Däumchen nach oben. Und dann geht's auch schon weiter mit dem nächsten Teil von Dragon's Prophet und eurem Xonex, beziehungsweise auch Mike Kanal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.